Oh mein Gott, Leute, heute werden wir unglaubliche Mythen über Klombo testen zum Kampf gegen das Fundament bis zu den neuen roten Bären, Leute, die den Klombo unmächtig machen können. Wir werden heute alles testen. Seid gespannt, bleibt bis zum Ende dran und vergesst nicht zu liken, kommentieren und abonnieren. Würde mich sehr freuen und jetzt viel Spaß bei dem Video. Let's go! So, Leute, der erste Mythos ist auf jeden Fall, ob Klombo durch das Fundament getötet werden kann. Dazu schieße ich jetzt hier mal das Fundament an, Leute. Das Fundament ist schon sauer auf mich. Oh mein Gott, Leute, mal gucken, ob das Fundament hier jetzt gleich auf Klombo sauer ist, Leute. Ich versuche mein Bestes. Klombo ist jetzt auch sauer, ist auf uns sauer, Leute. Bin mir gerade nicht sicher, Leute. Ey, hör auf uns zu schießen, Mann. Auf jeden Fall, Leute, glaubt ihr, dass Klombo durch das Fundament getötet werden kann? Das probieren wir jetzt direkt mal aus. Beide sind jetzt sauer. Sind die beide irgendwie auf mich sauer, Leute? Oh, Klombo sieht irgendwie doch auf uns sauer aus. Das Fundament auch. Ich werde jetzt hier einfach gesandwicht. Ey, Jungs, lasst mal gut sein, Jungs. Was ist das? Ey, wartet. Oh, er schießt immer noch auf uns. Mach doch kein Auge, Bruder. Mach nicht diesen, Mann. Was soll denn das? Wir brauchen kurz Metz, Leute. Ey, das wäre zu geil, wenn die gegeneinander kämpfen würden, Leute. Kriegen wir das hin? Ich versuche jetzt hier mal das Fundament einzubauen. Mal gucken, ob das dann irgendwie funktioniert. Ob Klombo den irgendwie angreifen kann. Jetzt vielleicht mit den Granaten, Leute. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Komm, eine noch. Komm. Oh, Bruder, wird das was, Jungs? Ey, das wird zu wild. Ich bin zu gespannt, ob vielleicht das Fundament mit diesen Steinen Klombo töten kann, Leute. Okay, da kam die. Oh mein Gott, der hat ihn angehittet. Oh mein Gott. Ich glaube, es hat, glaube ich, funktioniert, Leute. Ja, der Bot ist böse auf Klombo. Klombo ist jetzt nicht mehr böse, aber der Bot greift Klombo an. Kann das Fundament Klombo böse machen, Leute? Ich bin gespannt. Ich glaube schon. Oh mein Gott, ich glaube, es hat funktioniert. Let's go. Mal gucken, wer jetzt hier wen tötet, Leute. Ja, die schießen auf jeden Fall beide jetzt gegeneinander, Mann. Was passiert da jetzt, Leute? Okay, die machen beide jetzt hier ein bisschen Fernkampf. Das sieht aber jetzt nicht so aus, als würden die sich gegenseitig Schaden machen. Das kann hier bestimmt noch 10 Stunden dauern, oder? Warte, wir gucken nochmal kurz einen Granatenangriff von Klombo an. Irgendwie trifft er auch gar nicht. Perfekt. Oh, jetzt hat er getroffen. Oha, okay. Das Fundament hat Schaden bekommen. Ich weiß nicht, ob Klombo auch Schaden bekommt. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal bis zum Ende warten und euch gleich sagen, wer gewonnen hat, Leute. Mal gucken, wie lange das dauert. Let's go. Oh mein Gott, Leute, wir sind hier, glaube ich, gleich am Ende des Kampfes. Ich zeige euch gleich mal kurz, wie viel Leben das Fundament noch hat und wie viel Leben Klombo hat. Ihr wisst, Klombos Lebensanzeige gibt es nicht. Also könnt ihr euch schon vorstellen, warum ich denke, dass der Kampf gleich vorbei ist. Und da seht ihr es, Leute. Das Fundament hat nur noch ein HP. Ich glaube, der Kampf ist hier gleich entschieden. Jungs, wenn nicht mal das Fundament Klombo töten kann, wer soll es dann, Leute? Einfach der krankeste Botkampf hier am Start, Leute, den es, glaube ich, zurzeit in Fortnite überhaupt geben kann. Fundament und Klombo, glaube ich, wirklich die stärksten Charaktere zurzeit. Und ja, ich glaube, das Ganze wird hier jetzt gleich entschieden, Leute. Mal gucken. Oh, der letzte Granatenangriff. Das Fundament ist tot, Leute. Und Klombo greift uns jetzt auch an. Ey, Klombo ist einfach so eine Maschine, Leute. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, nicht mal das Fundament kann Klombo töten. Der Mythos ist also auch gestorben jetzt hier an der Stelle. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen auf jeden Fall zum nächsten Mythos und denkt dran, bleibt bis zum Ende dran, denn am Ende gibt es einfach die roten Blumen, kann kein Deutsch, Babelsprachen lernen, Digga, die roten Blumen als League, Leute. Was da mit Klombo passiert, sieht einfach zu wild aus, Leute, das werdet ihr am Ende sehen. Wir gehen jetzt zum nächsten Mythos, let's go. So, Leute, kommen wir zum zweiten Mythos und zwar frage ich mich, oder ihr fragt euch, ob man Klombo mit den OG-Waffen töten kann. Und wir werden das Ganze jetzt mal mit den grauen MGs ausprobieren. Und zwar auch mit 10 Bots hier, Leute. Die haben nämlich auch die grauen M4s. Meine M4 liegt irgendwo draußen, die holen wir uns gleich. Aber Leute, wir haben jetzt hier eine Bot-Armee. Die haben auch alle OG-M4s, Leute. Ich hole mir gleich meine OG-M4 und dann versuchen wir den auf jeden Fall zu töten, Leute. Kann man Klombo mit den OG-Waffen töten? Das werden wir jetzt herausfinden, Leute. Schießen meine Bots mit? Jawohl, wieso? Ja, da schießen auf jeden Fall ein paar Bots mit, Leute. Klombo scheint auf jeden Fall böse zu sein, Mann. Ja, ich bin gespannt, Leute. Glaubt ihr, man kann den mit der OG M4 hier jetzt töten, Leute? Wir machen auf jeden Fall die ganze Zeit ganz normal Damage. Der Typ ist auf jeden Fall aggro. Ob wir jetzt wirklich Schaden machen, Digga. Aua, danke dir, Bruder. Ich glaube, das Ganze wird nichts. Ich werde das jetzt mal ein paar Minuten mit den ganzen Bots ausprobieren und gleich dann euch das Ergebnis berichten, Leute. Bis gleich. Ja, Bruder, das war's dann mal wieder komplett, Leute. Klombo hat uns getötet und ja, wir haben genug ausprobiert. Anscheinend kann man Klombo auch nicht mit der OG M4 töten. Das heißt, der Mythos funktioniert auch nicht, ist auch gebastelt, Leute. Wir werden den nächsten Mythos ausprobieren. Bis gleich. So, Leute, kommen wir zum nächsten Mythos und jetzt werden wir Klombos anhitten, Leute, und uns dann in einem Gebüsch verstecken. Mal gucken, ob er uns dann immer noch sehen wird. Manche von euch meinten, er sieht einen nicht mehr, wenn man sich in einem kleinen Gebüsch versteckt, Leute. Wir werden das auf jeden Fall jetzt mal ausprobieren. Ich würde sagen,
sagen, ich hätte den jetzt mal hier an. Klombus, es tut mir leid, Bruder, aber wir müssen doch herausfinden, wie du tickst, Bruder. Und jetzt laufen wir ganz schnell ins Gebüsch, Leute. Und ja, mal gucken, ob der uns jetzt noch sieht, Leute. Er ist auf jeden Fall noch sauer, Mann. Mal gucken, Leute. Ich finde auf jeden Fall, dass man uns nicht mehr sehen kann. Es sieht ein bisschen so aus, als könnte er uns noch sehen. Er schießt jetzt in unsere Richtung. Mal gucken, ob er... Ja, er will wirklich auf uns schießen. Okay, Leute, leider funktioniert das auch nicht. Das hätte ich wirklich gefühlt, Leute, würde uns im Gebüsch nicht sehen. Anscheinend ist Combo einfach zu klug, Leute. Ich würde sagen, wir beruhigen den jetzt schnell mit Bären. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Mythos, Leute. Let's go. So, Leute, der nächste Mythos ist ganz simpel. Und zwar habt ihr euch gefragt, ob man Fallschaden bekommt, wenn man auf die Fontäne von Combo springt, Leute. Wir werden jetzt hier auf ihn springen. Wir müssen genau, ja, die Fontäne kommt, Leute. Wir springen da jetzt rauf und man kriegt Fallschaden, Leute. Leider haben wir Fallschaden bekommen. Das wäre schon cool gewesen, würde man da keinen Fallschaden bekommen. Mythos auch gebastelt, Leute. Kann doch nicht sein. Warum kriegt man da Fallschaden? Das ist schon ärgerlich, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mythos. Let's go. So, Leute. Kommen wir zum vorletzten Mythos. Danach kommt einfach der Mythos wegen den roten Bären, ob wir damit Combo kaputt machen können. Jetzt aber auch zu einem coolen Mythos. Und zwar kann man mit dem Hühnchen höher springen als normal, Leute, durch die Fontäne. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich habe extra einen Huhn geholt und kommen wir hoch, Leute. Oha. Wir sind auf jeden Fall weit oben. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, sind wir weiter höher als normal. Hühnchen, komm mal kurz wieder her. Ich würde sagen, wir das testen wir nochmal ganz kurz. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, Leute. Wir waren auf jeden Fall mega hoch, aber sind wir höher als normal? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich packe das Hähnchen mal hier hin, Leute. Komm, lauf nicht weg, Bruder. Lauf nicht weg. Meint ihr, wir waren höher, Leute? Ich will das unbedingt nochmal ausprobieren. Ey, da kommt ein Wolf. Ey, das Hähnchen gehört mir, Wolf. Ey, geh weg. Hier, heute gibt's kein Hähnchen, Bruder. Tut mir leid, Mann. Ich weiß gar nicht, waren wir höher als sonst, Leute? Wir probieren das nochmal kurz ohne Hähnchen aus. Ich glaube, wir sind ungefähr gleich hoch, ne? Also, ich würde jetzt noch einmal mit dem Hähnchen ausprobieren hier. Aber ich glaube, der Mythos ist auch gebastelt und wir sind genau gleich hochgekommen. Ey, komm, ich bin zu fett. Lass mich auf den Dino. Meine Güte. Warte, Leute, wir regeln das, Jungs. Wir regeln das. Er ist auf dem Berg. Easiness. Ja, moin, was wollt ihr da gerade aufsaugen? Das Hähnchen oder was, Leute? Wir haben hier, glaube ich, gleich eine neue Mythos-Idee ganz schnell. Und wir sind weit oben, aber ich würde sogar sagen, wir sind gleich hoch, Leute. Mythos gebastelt. Jetzt aber eine neue Idee. Ihr habt ja gerade gesehen, der wollte da was aufsaugen. Wollte er unser Hähnchen aufsaugen? Anscheinend wollte er unser Hähnchen nicht aufsaugen. Mythos wohl auch gebastelt. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum allerletzten Mythos und zwar wegen den roten Früchten. Ey, warum rastet der Combo jetzt auf einmal aus, Digga? Ich glaube, der mag kein Hähnchen, egal. Oha, er mag wirklich kein Hähnchen. Er hat unser Hähnchen gefressen, Digga. Oha, er hat unser Hähnchen doch gefressen, Leute. Und er ist jetzt trotzdem sauer auf uns. Anscheinend hat das nicht geschmeckt. Wir sehen uns beim letzten Mythos, Leute. Der ist unglaublich. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Kommen wir jetzt endlich zum letzten Video beziehungsweise zum letzten Mythos. Und ja, hier seht ihr ein Video. Ich weiß nicht von wem das ist. Auf jeden Fall hat diese Person einfach rote Bären gefunden. Die kommen anscheinend bald ins Game oder was? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das real ist. Ich bin mir da nicht 100% sicher. Auf jeden Fall können wir gleich sehen, was passiert, wenn der Typ die roten Bären an Klombus gibt, Leute. Und das sieht auf jeden Fall hier, könnt ihr das gerade sehen, sehr wild aus, Leute. Hier nochmal in Zeitlupe, wie Klombus einfach auf den Boden fällt, Leute. Kann man Klombus mit den roten Bären töten? Das werden wir hoffentlich die nächsten Tage erfahren. Ich hoffe, das Mythos-Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht zu liken, abonnieren, die Glocke zu aktivieren und schön zu kommentieren, Leute. Bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Zynex. Ciao.